Hello Nina ist ein Expertenratgeber, Business Help für Startups und kleine und mittlere Unternehmen. Sie hilft dir, deine Business-Idee durchzustarten. Wie findest du ein Team? Wie kannst du dein Team aufbauen? Wie managst du deine Finanzen? Und natürlich am wichtigsten, wo und wie findest du deine Kunden? Was besonders interessant bei Hello Nina ist, ist, dass wir also einen sehr 360-Grad-Ansatz fahren. Das heißt, wir haben Berichte über Startups, spannende Startups, wir haben Interviews und wir haben aber auch die Möglichkeit, erfahrene Experten zur Seite zu stellen, die konkrete Fragen von Startups beantworten. Ich bin Expertin bei Hello Nina, weil ich das super finde, dass es so ein Unternehmen gibt, die sich wirklich um die Startups kümmert und auch auf Startups ausgerichtet ist. Ich bin Experte bei Hello Nina, weil ich es ein cooles Projekt finde. Es ist innovativ, es ist modern, es ist eine neue Art, mit dem Kunden zu sprechen und zu interagieren. Heute haben wir unsere Experten, unsere Hello Nina-Experten zusammengebracht, um Ihnen eine ganz neue Plattform von Business Coaching für Startups, aber auch für Scale-Ups und Unternehmer zu zeigen. Die Beratung der Zukunft sieht für mich folgendermaßen aus, also hauptsächlich digital, wie wir das bei Hello Nina bereits machen. Also immer noch One-to-One, also persönliche Gespräche, einfach verknüpft mit der digitalen Beratung. Die Beratung der Zukunft muss 24/7 gehen, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Sie wird von künstlicher Intelligenz wird sie angereichert sein und sie wird einerseits die KI wird den Experten helfen und sie wird aber auch direkten Kunden zugänglich sein. Wir haben eine digitale Form von Beratung entwickelt, die auch die Möglichkeit bietet, bisher vorangegangene Gespräche zu speichern, wieder darauf zurückzugreifen, Lieblingsexperten zu entdecken aus einem großen Pool, mit denen man sich gerne vertraulich austauscht und aber auch sehr viele weitergehende Informationen zu bekommen über Themen, die Startups und kleine und mittlere Unternehmen normalerweise beschäftigen.